So, ihr habt die 1000 Likes geknackt. Es ist Sonntagmorgen, ihr dreht euch nochmal in eurem Bett um und ich stehe hier und drehe euch das allererste Video. Heute wird Rücken trainiert. Dann fange ich an mit dem Hinlatzen, um nochmal meine Latz zu dehnen, um ein bisschen Blut in die Geschichte zu bringen, um mich ein bisschen vor Verletzungen zu schützen. Anschließend kommt eine schwere Übung, das Tiba-Rudern. Der Vorteil dabei ist, dass ich es besonders schwer machen kann und es trotzdem noch gut merke. Die Übung ist für mich eigentlich nur für den Kopf, um mir selbst zu beweisen, dass da noch was geht. So, als zweites kommt dann das Rudern im Untergriff, in einem Supersatz mit dem Latziehen, um gerade noch mehr die Rückenpartie auszureizen, um noch mal ein bisschen Gefühl in die Geschichte zu bringen. Das sind zwei Übungen kombiniert, die ich extrem gut im Rücken spüre. Dadurch kann ich natürlich die Muskulatur mehr ausreizen und noch ein bisschen mehr Gefühl in die Geschichte bringen. Zum Schluss kommen dann noch die Überzüge am Kabel. Das ist eine Übung, die spüre ich von oben bis unten und es raubt mir noch so das letzte Prozent an Kraft, was übrig geblieben ist. Und dann fangen wir mal an.
So, ihr Lieben, zum Schluss will ich euch noch zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben. Macht die Übungen sauber und ordentlich. Lasst mal ein bisschen Blut in die Geschichte kommen, macht euch ordentlich warm. Eine Verletzung hat noch keinen weitergebracht.